Hallo und Ahoi zum siebten Teil meines Let's Plays von Return to Monkey Island, einem Point-and-Click-Adventure von Terrible Toy Box aus dem Jahr 2022. Es ist der sechste Teil in der Monkey Island-Reihe und entstand unter der Leitung des Serienerfinders Ron Gilbert. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu. Diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Sprachausgabe und Untertitel. Ich freue mich über jeden Kommentar und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Und dann gucken wir mal weiter. Wir haben einen interessanten neuen Punkt auf unserer To-Do-Liste, würde ich mal sagen. Die ist jetzt so lang, dass man noch runterscrollen muss. Wir brauchen nämlich noch die Unterstützung von Flambé und Apple Bob. Genau. Und wir haben aber trotzdem nicht diesen Antrag, sondern den Bericht des ersten Schrobers. Missstände auf dem Schiffbrücke protokollieren. Wahrscheinlich müssten wir da was draufschreiben. Missstände mit 3S, natürlich. Natürlich. So. Genau, aber mit Unterschreiben, das scheint ja irgendwie sinnvoll zu sein, weil dann kriegen wir womöglich auch eine Unterschrift darunter. Also wenn ich das richtig verstanden habe und mich auch einigermaßen erinnere, haben wir jetzt die Aufgabe, dass wir dieses Gericht für Flambé machen müssen, damit der beschäftigt ist und wir das Buch von ihm kriegen. Das Buch können wir dann dem Ausguck geben, da hat er was zu lesen, beziehungsweise dem Apple Bob. Und dann haben wir es, glaube ich. Aber das Problem ist, dafür muss erstmal die Köchin zur Chefköchin befördert werden. Das scheint gefährlich zu sein. Ich zeige es lieber Iron Rose, so wie ich es tun soll. Könntest du diesen Bericht bitte unterschreiben? Das sieht nicht vollständig aus. Ich bin sicher, dass du noch mehr finden kannst, was auf diesem Schiff nicht stimmt. Okay. Das sieht nach einem dauerhaften Fleck aus. Riecht schlimmer, als es aussieht. Okay. Eine Schande. Okay, also müssen wir jetzt noch vier Dinge finden, die hier auf dem Schiff nicht in Ordnung sind. Das kriegen wir doch hin, oder? Es ist, als ob niemand auf dem Schiff etwas von Recycling gehört hätte. Es ist nur eine Skulptur. Ich hoffe, es ist nur eine Skulptur. Ich habe die leeren Kisten bereits zu meinem Bericht hinzugefügt. Das hat er. Gemütlich. Okay.
Es würde ewig dauern, das hier alles aufzulisten. Also mache ich einfach einen pauschalen Eintrag für die ganze Kombüse. Besser ist das. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ektoplasma ist. So, was haben wir? Einen brauchen wir noch. Ich hätte das wohl reinigen sollen. Aber ich überlasse es dem nächsten Schrubbi. Das war's. Ich habe meinen Bericht fertig. Ich sollte Ihnen Iron Rose zeigen. Putras Beförderungsantrag in meinem Schrubbi-Bericht zu verstecken, wird nichts bringen. Putra muss ihren Antrag von LeChuck selbst genehmigen lassen, nicht von der Quartiermeisterin. Ach so. Ich dachte, das wäre für mich. Könntest du diesen Bericht bitte unterschreiben? Ja, sehr gründlich. Siehst du, ich bin gut in meinem Job. So weit würde ich nicht gehen. Hier, ich habe noch einen Haufen anderer Berichte, die der Captain unterschreiben muss. Warum nimmst du ihm nicht den ganzen Stapel? So. Es ist ein Stapel Papiere, darunter Putras Beförderungsunterlagen, die LeChuck unterschreiben muss. Denn so kriegt man eine Unterschrift, indem man die unwichtigen Dinge mit den wichtigen kombiniert. Okay, her damit. Alles gestempelt. Jetzt lass mir bitte etwas Ruhe und Frieden. Oh. Da haben wir's doch. Gute Nachrichten, Chefköchin Putra. Du wurdest offiziell befördert. Ich bin Chefköchin! Chefköchin Putra! Danke, Schrubbi. Du bist fantastisch. Ich schulde dir was. Erster Schrubber. Also, Chefköchin. Jetzt, wo du Chefköchin bist, würdest du mir brennendes Alaska zubereiten? Natürlich. Ich muss dich allerdings warnen. Es wird nicht sehr scharf sein. Das wird schon gehen. Du würdest die vollwertige Version sowieso nicht mögen. Manche Chefköche verwenden heutzutage Schuppen aus der Dose. Aber ich würde nie eine derartige Abkürzung nehmen. Brennendes Alaska. Extra mild. Danke. Leicht wie Seeschaum. So. Müssen wir natürlich jetzt irgendwie noch schärfen. Denn wir wissen, das reicht nicht. Erinnere mich daran, was du mir über den Pfeffer erzählt hast. Er ist sehr, sehr, sehr scharf und sehr leer. Aber irgendwo müssen wir ja welchen herkriegen. Ist ja offensichtlich. Unsere einzige Möglichkeit. Ja, er ist sehr leer. Es ist, also ist nicht nur sehr leer, es ist einfach. Leer. Hm.
Aber wir sind auch nirgendwo vorbeigekommen. Wo ich jetzt vermuten würde. Er ist jetzt leer. Sieht aus, als wäre er eher zum Angeln als zum Anhalten geeignet. Hi, Garlet. Nee, also hier ist definitiv nichts. Kann ich irgendwas für dich tun? Du kannst mich von diesem Ruder befreien. Vielen Dank, du unausstehliche Schnecke. Ich dachte da eher an einen Pfefferminz. Ja. Ich warte, bis ich nicht mehr die Luft anhalte, damit ich die feinen Aromen genießen kann. Nein, das ist nicht die Lösung für dieses Problem. Ich frage mich, woraus es gemacht ist. Ich habe bereits etwas Hühnerfutter. Ich glaube nicht. Er glaubt nicht. Wie läuft's da drin, Murray? Ich weiß nicht, was du jetzt vorhast, aber ich werde dich dafür brennen sehen. Wird er das? Flair? Ach, was ist? Verzeih mir, aber mir ist nicht klar, was genau deine Aufgabe auf diesem Schiff ist. Ich bin der zweite Mat, Bootsfrau, Kanonierin, Schiffsärztin und Komponistin. Und ich mache die Wäsche. Wow, lass uns anderen ein bisschen was übrig, ja? Bist du hinter meinen Jobs her? Besser nicht. Ich brauche das Geld. Ich spare auf etwas. Wofür sparst du? Das geht dich nichts an, Schrubi. Wie kam es, dass du Garlet erstochen hast? Er hat zu viele Fragen gestellt. Wie viele Fragen hat er gestellt? Eine. Ich glaube, die will nicht, dass man Fragen stellt. Bob, ich gebe zu, ich bin etwas verwirrt darüber, was deine Aufgabe ist. Ich meine, ich weiß, dass du dort den ganzen Tag abhängst. Ich bin mir nur nicht sicher, warum. Als Segelstangenhänger bin ich für die Mannschaft ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn sie die Regeln bricht. Es ist eine wichtige Rolle, wenn auch zugegebenermaßen keine aufregende. Okay. Was machst du gern in deiner Freizeit? Oh, so ziemlich alles. Ich bin da einfach gestrickt. Seemannslieder? Nee. Holzschuhtanz? Nicht wirklich. Bowling? Nun, nein. Historische Romane? Ich lese gern. Aha. Biografien? Ich lese gern. Autobiografien? Ich lese gern. Korbflechterei? Nun, nein. Flohzirkus? Nicht wirklich. Abenteuergeschichten? Ich lese gern. Reiseführer? Ich lese gern.
Selbsthilfebücher? Ich lese gern. Meditation? Nee. Krimis? Ich lese gern. Ich werde sehen, was ich finden kann. Das geht nicht. Ich musste ein paar Gefallen einfordern, aber ich habe es geschafft, dir das zu besorgen. Nimm diese Monstrosität weg. Ihre Fahrtheit beleidigt mich schon aus der Ferne. Brennendes Alaska muss wie ein heißer Schürhaken auf der Zunge sein. Ja, wie kriegen wir das denn jetzt heiß? Das ist ja... Wenn wir das hier anzünden? Meine Feuer ist ja da. Kaum wärmer jetzt. Also ist es das nicht. Hoppla. Ja. Da haben wir wohl das Ruder umgeworfen. Zum Abfeuern. Das klingt vielversprechend, ist aber unpraktisch zum Mitnehmen. Ja, noch nicht alle überzeugt. Es bringt eigentlich nichts, wenn wir jetzt schon wieder abstimmen. Solltest du nicht schrubben? Das ist im Prinzip richtig. Im Prinzip sollte ich das. Erinnere mich daran, was du mir über den Pfeffer erzählt hast. Er ist sehr, sehr, sehr scharf und sehr leer. Ja, aber wenn er sehr leer ist, muss er doch auch irgendwie wieder befüllt werden können. Es geht offensichtlich ja nicht darum, dass es scharf ist, sondern es geht darum, dass es heiß ist. Das ist ja die Frage, wie kriegen wir das heißer? Was beißendes? Ich schau mal. Da waren jetzt Flecken, aber... Aber die Flecken kann man jetzt nicht mehr anklicken.
einziger Fleck war nur wichtig, glaube ich, für diese Liste, auf der wir gesammelt haben, dass das ein Manko ist. Wir können ja noch mal runtergehen. Vielleicht hat das Bewegen des Ruders irgendwas verändert. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass das so war. Hi, Gullet. Nö, er sieht auch nicht freundlicher aus. Er steckt dort am Ruder fest. Kann ich irgendwas für dich tun? Du kannst demjenigen, der am Steuerrad des Schiffes gedreht hat, sagen, dass er es abstellen soll. Ich könnte ein Bein verlieren oder so. Ich werde das auf jeden Fall weitergeben. Ja? Ja. Ja, ja. Aber weder hat er hier irgendwas Scharfes, noch was Brennendes, noch irgendwas irgendwo für uns Hilfreiches. Glaube nicht. Glaubt er nicht. Naja, vielleicht machen wir doch die Abstimmung nochmal und gucken, ob das was tut. Ein Glockenschlag, Abstimmungsstunde. Die Versammlung wird zur Ordnung gerufen. Gibt es Angelegenheiten, über die abgestimmt werden soll? Madisons Schiff nach Monkey Island folgen. Dafür stimme ich mit Ei. 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 Nein. Nein. Das sind mehr Ei-Stimmen als zuvor. Aber die Abstimmung muss einhellig erfolgen. Tut mir leid, Schrobi. Sitzung vertagt. Okay, Murray, ich brauche nur noch eine Sache von dir. Du hast versucht, mich zu zertrümmern und zu ertränken. Und ich habe es unbeschadet überstanden. Naja, größtenteils unbeschadet. Aber es gibt nichts, was du tun kannst, was mir schaden könnte. Ich hoffe, du bist nicht allergisch gegen Schießpulver. Natürlich bin ich nicht. Hey, was machst du da? Diese Dinge sind gefährlich. Ich sollte mir lieber zuerst LeChucks Karte besorgen. Ah, okay. Also ohne die Karte können wir auch Murray nicht abschießen. Ah. Ich schätze, es ist ein gutes Zeichen, wenn sie nicht versuchen, das Schiff zu verlassen. Ich werde mein Hemd wahrscheinlich in ein paar Wochen waschen, wenn es anfängt, Moos anzusetzen. Flair? Ach, was ist? Woran arbeitest du da? Es ist die Titelmelodie für LeChuck. Ich entwerfe gerade eine Melodie. Ich bin mit den ersten beiden Noten zufrieden. Sie sind beide okay.
Die Wiederholung unterstreicht LeChucks unnachgiebige Art, sein verbissenes Verfolgen seiner Ziele. Eine Eigenschaft, die ich bewundere. Ich arbeite noch an den anderen Noten. Mein Ziel sind insgesamt 7. Ich hoffe, dass ich eine übermäßige Quarte einbauen kann, damit es dämonisch klingt. Klar, ich verstehe das vollkommen. Du musst doch sicher schrubben, oder, Schrubbi? Ich lass dich jetzt in Ruhe. Ja, das wirst du. Ja, also ich weiß, dass das später noch eine Rolle spielt. Im Moment aber nicht. Also, Chefköchin. Ja, das Votum haben wir schon. Und ich überlasse dich wieder dem Koch. Können wir mit ihr nicht besprechen. Der wird mit einem ziemlich stabilen Stück Holz zugehalten. Es wird niemanden draußen halten, aber es könnte etwas drinnen halten. Zum Abfeuern. Ah, ich glaube, ich erinnere mich. Aber das Abschneiden, man kann das abschneiden. Man kann die Spitze, die glühende Spitze abschneiden. Was ein Schwachsinn. Na gut, also. Damit sollte es schön brennen. So. Nun ist das ein heißes, brennendes Alaska. Ich musste ein paar Gefallen einfordern, aber ich habe es geschafft, dir das zu besorgen. Brennendes Alaska. Süße, giftige Erinnerungen meiner schattigen und giftigen Kindheit. Es schmerzt mich innerlich wie eine verlorene Liebe. Ein Meisterwerk. Hey, da fehlt ein bisschen. Ich. Respekt, Schrubbi. Ich stehe in deiner Schuld. Ich hasse es, Schulden zu haben. Also sagen wir einfach, dass ich für dich stimmen werde, wenn wir das nächste Mal über deinen Plan sprechen. Den mit den Affen. Ja, das, Das ist aber schon etwas. Das ist aber schon etwas. Das ist etwas. Das ist aber schon etwas, ja? Herr Baxter, das ist schon etwas. Dann nehmen wir mal das Buch noch mit. Du liest das ja nicht. Kann ich es mir ausleihen? Sicher. Ich überlasse es dir für den Rest des Tages. Danke. Und jetzt geben wir ihm hier das Buch. Hey Bob, ich habe ein tolles Buch für dich. Hey, das sieht vielversprechend aus. Danke, ich schulde dir was. Kann ich auf deine Stimme zählen, um nach Monkey Island zu gehen? Klar, kein Problem. Ich glaube, ich habe jetzt die Unterstützung von allen. Zeit für eine weitere Abstimmung. Das glaube ich auch, dass es Zeit ist für eine weitere Abstimmung. Also stimmen wir. Ein Glockenschlag, Abstimmungsstunde. Haben wir das nicht gerade getan? Die Versammlung wird zur Ordnung gerufen. Gibt es Angelegenheiten, über die abgestimmt werden soll? Madisons Schiff nach Monkey Island folgen. Dafür stimme ich mit Ei. 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 6 Stimmen dafür, keine dagegen. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden, Oma. Macht euch bereit. Wir folgen dem anderen Schiff, sobald es losgeht. Ja. Und dann bist du nach Monkey Island aufgebrochen. Nicht sofort. Ich musste erst noch LeChucks Karte des Geheimnisses in die Finger bekommen. Hm.
Und wie machen wir das? Denn er sitzt ja da. Solltest du nicht schrubben? Lass die Augen von der Karte, Schrubbi. Es gefällt mir nicht, wie du meine Karte anstarrst. Was willst du, Schrubbi? Warum genau versuchen Sie, das Geheimnis von Monkey Island zu finden? Das Geheimnis von Monkey Island hat schon so manchen Piraten gequält. Manche glauben, dass es nicht existiert, dass es nur ein Mythos ist oder ein Scherz, den sich ein Narr ausgedacht hat. Keiner war mehr davon besessen als dieser Idiot Guybrush. Ich? Ich glaube, dass es eine mystische Kraft hat, die für das Böse genutzt werden kann. Und als zusätzlichen Bonus wird es Threepwood über den Rand des Wahnsinns treiben. Threepwood. Wood. Mit zwei O's. Wie war noch einmal dein Name? Schrubbi. Mit zwei B's. Ich habe vielleicht einen Weg gefunden, nach Monkey Island zu kommen. Ich habe ein anderes Schiff entdeckt, das einen Zaubertrank herstellt. Und wir können ihm einfach folgen. Was steht auf dem Namensschild? Das auf meinem Schreibtisch. Da steht LeChuck. Und LeChuck ist ein Anführer, kein Mitläufer. Und jetzt verschwinde, damit ich nachdenken kann. Was willst du, Schrubbi? Ist Guybrush Threepwood nicht vor Jahren nach Monkey Island gekommen? Guybrush Threepwood ist ein kleines Bürschchen, ein drittklassiger Seemann und ein abgehalfterter Pirat. Er hat mir die Frau gestohlen, die ich geliebt habe. Und ich werde sein Herz an den Pforten der Hölle verschlingen. Haben Sie Elaine wirklich geliebt oder war es eher eine... Meine Geduld ist am Ende, Schrubbi! Und jetzt verschwinde, damit ich nachdenken kann! Ja, das... Es gefällt mir nicht, wie du meine Karte anstarrst. Ja... Wir können auch zweimal glocken. Haben wir das schon gemacht? Ist das schon wieder soweit? Dann also an die Arbeit! Das haben wir noch nicht gemacht. Hört mal her, ne? Ihr faules Pack von quiekenden Biegenratten! Warum ist der Kessel des Schiffes immer noch leer? Ich hatte doch einen mystischen Voodoo-Trank bestellt! Wenn ein Schiff richtig funktionieren soll, bla 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 bla, halte ich euch alle. Eine Karte ist eine Karte. Ich glaube nicht, dass er den Unterschied bemerkt. Jetzt muss ich Madison nur noch einen Schädel besorgen und wir sind startklar. Na, dann haben wir es doch. Abschließend bleibt zu sagen, reißt euch zusammen oder die Aale werden an euren Kadavern nagen. Na gut, dann morgen um die gleiche Zeit. Wegtreten. Thank you.
ist auf dem Weg. Alle Mann bereithalten zum Segel setzen. Wir sind fast da, meine Lieben. Die sagenumwobenen Ufer vom sagenumwobenen Monkey Island. Um Captain Madison und ihre Mitarbeiter müssen wir uns natürlich kümmern. Aber unsere oberste Priorität ist das Geheimnis. Extra Grog für alle! Grog? Toll! Juhu! Perfekt! Freeport? Hoppla! Wow. Das habe ich nicht kommen sehen. Du hältst dich wohl für sehr clever. Naja. Sagen wir einfach, dass ich glaube, dass einer von uns cleverer ist als der andere. Lasst uns das einfach danach beurteilen, wer von uns das Geheimnis bekommt, während der andere von Fischen auf dem Grund des Ozeans gefressen wird. Ich will das auskosten, also überlasse ich dir den ersten Schlag. Du bist so rostig wie das Buttermesser, das du Schwert nennst. Wir sind beide immer noch schärfer als du. Okay, guter Konter. Warum versuchst du es nicht noch einmal? Du hast weder Strolch noch Dolch. Ich habe viel Dolch. Verdammt! Hey, Betrug! Ich habe diese Runde gewonnen! Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir die Schwerter benutzen sollen, wenn wir das tun. Du scheinst nicht zu wissen, wie man ein Schwert benutzt. Ich kann mich nicht entscheiden, ob du das Ding wie einen Staubwedel oder eher wie einen Mob schwingst. Hey, den kenne ich! Du hast wohl geübt, was? Welchen Konter würdest du verwenden gegen du schwingst es wie ein Staubwedel oder ein Mob? Ich schwinge es zum Abschied. Das habe ich auch gedacht. Ich kann mich nicht entscheiden, ob du dein Schwert wie einen Staubwedel oder eher wie einen Mob schwingst. Ich schwinge es zum Abschied. Dann ist es wohl eher eine weiße Fahne. Hey, du konterst meinen Konter? Das verstößt doch sicher gegen die Regeln. Du solltest dich wirklich über die neuesten Trends informieren. Auf Wiedersehen, Threepwood! Gut, dass ich noch immer 10 Minuten lang die Luft anhalten kann. Mehr oder weniger. Ist es mehr oder ist es weniger? Was? Du sagst, du kannst 10 Minuten lang die Luft anhalten, aber manchmal sagst du auch 8. Einmal hast du sogar 12 gesagt. Was ist es denn nun? In meiner Blütezeit konnte ich 10 Minuten schaffen, ohne Probleme. Bist du in dieser Geschichte in deiner Blütezeit? 8 Minuten. Jetzt lass mich weitererzählen, bevor die 8 Minuten um sind. Ja. Da komme ich auf keinen Fall durch. Monkey Island, 6 Minuten Fußweg. Das bedeutet, wenn wir jetzt nicht losgehen, dann schaffen wir es womöglich nicht. Oh, habe ich da eine Quizkarte vergessen? Oh, das könnte jetzt schon knapp werden. Oh,
Oh, Dad, du bist nicht gestorben. Hör auf, herumzualbern. Du hast recht, ich konnte noch ein wenig länger die Luft anhalten, aber die Zeit wurde knapp. Na, ich wollte zumindest mal gucken, was passiert. Hallo, Monkey Island. Ich bin Skybrush. Hast du mich vermisst? Dein Geheimnis wird mein sein. 10 Minuten. Höchstens. Ich muss nur einen Blick auf die Karte werfen, die ich von LeChuck geklaut habe. Ja, dann gucken wir doch mal. Karte zum Geheimnis. Beginne deine Suche am roten Beerenstrauch. Folge der steinernen Affenhand, bleibe auf dem Weg bei dem Holzhuhn, schleich dich an den Bienen vorbei, beachte das Schild. Das X markiert die Stelle. Es ist ein Herz mit L plus E, das jemand romantisch in den Baum geschnitzt hat. L plus E. Ich frage mich, wer das ist. Sie müssen so verliebt sein. L plus E? Moment mal, das steht für LeChuck plus Elaine. Autsch! LeChuck muss das vor Jahren hineingeschnitzt haben, als er Elaine entführte. LeChuck muss das vor Jahren hineingeschnitzt haben, als er Elaine entführte. Autsch! Bringt wohl leider nichts. Murray, bist du das? Tut mir leid wegen der Kanone. Oh, es ist nur ein gruseliger Schädel. Den werde ich für meinen Shakespeare-Sommervorrat aufheben. Den roten Beerenstrauch. Es ist ein großes Steinaffenteil. Mich schaudert es bei dem Gedanken, welches Teil ich als nächstes finden könnte. Ach man, Holz und Bienen. Holzhuhn? Bienen. Hilfreiches Schild. Da. Geheimnis hier lang. Es ist ziemlich unkompliziert, was ich sehr schätze. So. Oh, da haben wir schon wieder einmal die Zeit um, sozusagen. Dann würde ich sagen, ist das doch ein schöner Cliffhanger, dass wir hier die Pause machen. Und beim nächsten Mal erfahren, was denn das Geheimnis war. Da wollen wir doch mal abspeichern. Ja. Genau. Und beim nächsten Mal geht's dann genau hier weiter. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Meine ganzen Let's Plays gibt's auch als Playlisten auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!